Hallo, moin liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem Video Nummer 5. Hier geht es heute wieder um die Top-Empfehlungen zum Saisonstart 2022. Und ihr findet dieses Video, so wie auch die folgenden und auch die schon vorher produzierten, in unserer Playlist Top-Empfehlungen 2022. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen und... Wenn euch das Thema interessiert und ihr vielleicht auch daran interessiert seid, mehr zu erfahren über nachhaltiges Gärtnern, mehr zu erfahren über Pflegeleichtigkeit, über wie man sich massenhaft Aufwand ersparen kann und natürlich auch mit krummen Rücken oder Schleppen oder wie auch immer, einfach altersgerechtes Gärtnern und ihr vielleicht interessiert seid am Thema Gärtnern für Faule, dann bleibt doch jetzt dran und schaut auch gerne dieses fünfte Video. Es geht heute um so ein Rasenmäher. Ja, nur kurze Info, es geht heute um diesen Rasenmäher hier, was der alles kann oder warum der so besonders ist. Eigentlich kann er nichts großartig Besonderes, aber wir finden, dass so ein Rasenmäher schon auch eine Menge bewirken kann, denn zur Pflege, regelmäßigen Pflege der Grünflächen, zum Beispiel der Rasenflächen und natürlich auch, wenn man zum Beispiel Stroh oder irgendwelche großen Gräser oder irgendwelche Sträucher zurechtschneidet und dann den Gartenabfall nicht mehr los wird, dann kann man das natürlich auch mit so einem einfachen Rasenmäher einfach klein mulchen und dann hat man eine gute Mulchschicht, um die Beete damit zu bedecken, was wir auch sehr nachhaltig finden, denn das spart massenhaft Feuchtigkeit dem Boden in der heutigen trockenen Zeit. Ihr habt das bestimmt in den letzten Jahren öfter mal erlebt, dass vielleicht auch die Gartenflächen viel zu trocken waren und ja, um das zu verhindern, kann man auch mulchen und ja, das ist unser Tipp Nummer 5 und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mehr zeige ich euch jetzt zu dem Thema nicht, ich wollte einfach nur diesen Tipp einmal da lassen und vielen Dank. In unserer Playlist mit den Top-Empfehlungen seht ihr Videos zu Kaufempfehlungen, zu Tipps und Tricks rund um den Garten, um Pflege, um altersgerechte Hinweise und wie ihr euch das Leben als Gärtner erleichtern könnt. Viele Tipps für Faule und ja, wir sagen auf jeden Fall ganz herzlichen Dank. Wir wünschen euch gutes Gelingen bei allen Aufgaben, die im Garten auf euch warten und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.